Yeah, Leute, willkommen zurück zu The Darkness 2. Es freut mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, ich muss leider Gottes das bisher nochmal nachspielen, weil irgendwie beim dem Part, den ich jetzt aufnehme, Fraps irgendwie abgekackt ist. Und jetzt muss ich die ganze Aufnahme nochmal machen, weil natürlich dann die Aufnahme auch im Arsch ist. Wir haben hier alle hier umgenietet. Schauen wir uns mal um. Okay, da ist offensichtlich nichts mehr. Dann gehen wir mal hier weiter. Naja, was zum... Tanz mit mir, Jackie. Jenny schon wieder? Oh fuck, da kommt ein Zug! Nein! Der Wirt darf nicht sterben! Oh scheiße, sind wir jetzt tot oder so? Normalerweise wären wir es ja. Wo sind wir denn jetzt? Moment! Hä? Wo zum Henker bin ich? Ja, das frage ich mich auch gerade, Jackie. Ohne Scheiß, wo bin ich? Das ist doch der Typ vom ersten Intro, oder? Johnny? Johnny? Johnny Paul? Was hast du hier verloren? Und wo zum Teufel sind wir? Lass dummes Zeug in deinen Kopf und alles ist durcheinander und seltsam und die Leute denken, du wärst verrückt. Was hat dieses Geschwafel zu bedeuten? Da ist Tony. Hallo. Hallo. Tony, was ist passiert? Hast du die Typen gefunden, die uns ermorden wollten? Manchmal erkenne ich den Unterschied zwischen Obst und Gemüse nicht. Okay. Er erkennt den Unterschied zwischen Obst und Gemüse. Raus. Gemüse nicht? Ich mag Trauben. Ich mag keine Bohnen. Aber ich mag Erdbeeren. Ja, die mag ich auch. Obwohl ich sagen muss. Bist du dabei? Nein, habe ich nicht, sorry. Kennen wir uns? Doktor, ja, ich bin. Sagt, dass es mir besser geht. Aber er mag keine Ananas. Hä? Was labert der für eine Scheiße von Obst und Gemüse? Ich mag zwar lieber Obst, aber was hat das denn damit zu tun, bitte? Und hier wird noch immer geschlachtet, wie man sieht. Richtig derber Scheiß. Du bist der Todbringer. Okay, ja, das ist mir klar. Ja, das frage ich mich auch gerade, Jackie. Hier drüben. Ja, ich schaue mich hier noch ein bisschen um. Seht euch mal dieses Gemetzel hier an. Heilige Scheiße, der wurde gepfählt. Ach du Scheiße, da ist wieder Fat Tony. Himmel, Jackie, wir dachten, du wärst tot. Was ist da passiert? Keine Ahnung. Ich habe mich um alles gekümmert, wie immer. Was ist denn hier los, Tony? Wenn ich das nur wüsste, Boss. Wir müssen hier verschwinden. Du nimmst deine Limo, ich fahr bei Vinny mit. Er hat alles den klar. Rücken angeknackst, aber ist okay. Okay, dann haben wir das offensichtlich geschafft, ne? Was war das jetzt für eine Illusion, ey? Das erste Mal, wenn du die Finsternis benutzt, erschreckt sie dich. Aber hast du sie erst gekostet, willst du immer mehr. Du denkst an nichts anderes. Wie gesagt, sie verschlingt dich. Jede Sekunde an jedem Tag in den letzten 2 Jahren habe ich mich kontrolliert. Ich biss die Zähne zusammen und hielt sie begraben. Jetzt ist sie zurück. Ich kann fühlen, was sie mit mir macht. Okay, Jackie fühlt sich mit der Darkness nicht so gut. So Leute, sorry, irgendwie hat sich das Spiel jetzt aufgehängt und ganz kurz war auch die Aufnahme quasi im Arsch. Aber es geht direkt weiter, Leute. Ihr habt nur einen ganz, ganz kurzen Dialog verpasst, der war wirklich nicht relevant. Vielleicht ist der Scheißtyp einfach weg. Ich weiß nicht, ich hab mir wohl den Kopf gestoßen oder so. Jimmy hat eine Spur zu den Jungs, die uns überfallen haben. Gut, ich zieh mich um. Diese Arschlöcher haben meinen Anzug ruiniert. Sag Jimmy, er soll in mein Büro kommen. Ja, sicher, was immer du brauchst, Jackie. Alles klar. Geh nach oben in Jackies Schlafzimmer. Ja, ich werde mich allerdings ein bisschen umsehen hier, wenn wir schon die Gelegenheit haben, weil nach diesem Part mache ich sowieso wieder für längere Zeit Pause, also für ein paar Tage oder so. Chief mit dem Schnurrbart. Und da ist eine Haushälterin. Ja, sogar das kann er sich leisten, aber ist eine schnieke Hütte, ne? Bist du nie. Hallo? Auf meinem Wohnsitz spanne ich mich. Ich werde auch nicht jünger. Es ist Zeit, dass ich es lockerer angehen lasse, weißt du? Es ist ein scheiß Boot, Frank. Kannst dich zudecken? Bringst dir Kinder zur Welt? Ein Boot hat einen Anker, den ich kontrolliere. Nicht andersherum, Eddie. Nennst du meine Frau einen Anker? Sie ist meine Schwester. Ich nenne sie, wie ich will. Du bist ein echtes Wrack. Hä, cool. Das sind Eddie und Frank. Jackie, reden wir mal mit ihnen. Dir? Ich bin sauer, Jungs.
Wir finden diese Arschlöcher. Jimmy die Traube hat schon was herausgefunden. Wieso weiß der Kerl alles? Er ist eine verdammte Enzyklopädie. Enzyklopädie? Du redest, als hättest du in deinem Leben schon mal ein Buch aufgeschlagen. Dieser Penner. Wenn er nicht mit meiner Schwester verheiratet wäre, würde ich die beiden zur Strafe einander nochmal vorstellen. Du redest scheiße, aber ich weiß, dass du am Sonntag zum Abendessen auftauchst. Hey, Jackie, sag nur ein Wort und wir sind bereit zum Abmarsch. Wir haben alles im Griff, Boss. Vielen Dank, Jungs. Mach die Gläser leer. Das wird eine lange Nacht. Weißt du, was dein Problem ist? Alles klar, die beiden bis auf sich hier. Dein Problem ist, dass du nie verliebt warst, Arschnase. Ich liebe mein Boot. Okay, sein Freund ist mit seiner Schwester verheiratet. Ich meine, sowas macht eigentlich immer, ich sag jetzt mal, einen scheiß Eindruck. Der Boss ist durchgedreht? Warst du nicht? Was hast du gesagt? Die reden irgendwie über uns. Oh, hey, Jackie. Siehst gut aus, Boss. Jackie, sag uns, was du brauchst, okay? Naja. Okay, die beiden sind mir nicht ganz geheuer. Sie reden im Hintergrund über uns. Aber das ist mir jetzt relativ egal. Ich gehe mal zu Fat Jackie. Tony. Jackie, hey, versteh mich nicht falsch, aber ich habe hier ein Würstchen mit deinem Namen drauf. Siehst du, ich wusste, du würdest das falsch verstehen. Jackie, du bist wie die verdammte scharfe Soße auf dem Steak der Franchetti-Familie, du verrückter Kerl. Du bist zu dünn, Jackie. Du isst nicht genug vernünftiges Essen. Da, ich hab's gesagt. Naja, okay, das sind Tipps, die mir eigentlich nichts helfen und ich auch gar nicht brauche. Das ist das Esszimmer. Aber egal, gehen wir einfach mal weiter. Geh mit Gott. Okay, wir sind offensichtlich schon auf dem richtigen Weg. Ein fetter Fernseher, da ist Winnie. Und da ist ein Badezimmer, wie es aussieht. Achso, jetzt sind wir wieder unten. Ich muss ja nach oben, das ist ja das Büro. Ja, scheiß drauf, gehen wir mal nach oben. Wir waren jetzt im ersten, im Untergeschoss. Jetzt schauen wir uns nochmal hier oben ein wenig. Ich will ja alles zeigen, was geht, wisst ihr? Egal, wie lange der Part jetzt wird. Hey, wir können uns sogar selber betrachten. Ja, so sehen wir aus, Leute. Das ist Jackie Estacado. Lange schwarze Haare, genauso wie ich. Nur habe ich meistens einen Pferdeschwanz zusammengebunden. So, ein Schlafzimmer. Gästezimmer, würde ich jetzt mal so spontan sagen. Ja, eine ziemlich schnieke Hütte, dafür, dass er erst 25 ist. Also so ungefähr so alt wie ich dürfte er sein. Ungefähr zumindest. Was meinst du? Kennst du den Ausdruck, leg dich mit dem Bullen an und du bekommst die Hörner ab? Nun, leg dich mit Jackie an und du bekommst sein Mojo ab. Das ist mir lieber als Hörner, glaub mir. Da steckt eine Nachricht hinter, dass er sein Mojo zurück hat. Leg dich nicht mit uns an. Ich meine, wie glaubst du, hat er die Familie so schnell übernommen? Reden wir mal mit den beiden. Mit seinem scheiß Mojo. Nicht anders. Butch, Leo. Hey, Boss. Wir haben gerade über dich gesprochen. Schön, dass du deine Mojo zurück hast. Schicken wir den Pennern, die sich mit uns anlegen wollen, eine Nachricht. Das sehe ich auch so. Wir sind bereit, wenn du uns brauchst, Boss. Der hat ja einen coolen Bart, ne? So einen ähnlichen wie er habe ich auch. Wenn du nur nicht ganz so extrem. Ganz leicht halt. Ja, dafür kann ich nichts, mein Freund. Er hat gerade gemeint, falls ihr es nicht richtig verstanden habt, seit seine Freundin Jenny getötet wurde, sind wir nicht mehr die gleichen. Ist auch so. Ein schicker Whirlpool. Oder Badewanne zumindest. Champagnerglas. Hey, wir können sogar das Wasser einlassen. Gehen wir mal eine Runde scheißen? Nö, geht nicht. Jackie muss offensichtlich nicht. Und ein schönes Bad. Sind das Pornozeitschriften? Nein, sind es nicht. Schade. Und ein Massagesessel. Aber hier ist nichts. Einfach nur ein schöner Zimmerbrunnen. Und da ist schon das Foto von Jenny. Ja, zünden wir mal eine Kerze für sie an. Ich hab dich heute wieder gesehen. In der Gasse. Unten auf den Gleisen. Ich sehe dich immer noch. Überall. Du quälst dich mit ihrem Andenken, Jackie. Tante Sarah, reden wir mal mit ihr. Gewollt. Es macht mir Angst, dass du wie dein Vater Carlo bist.
Er konnte auch nicht einfach loslassen. Tante Sarah? Es geht dir gut. Wovon loslassen? Wie oft muss ich es dir sagen? Du bist ein schrecklicher Lügner, Jackie. Manchmal denke ich, ich sehe sie und es ist, als wäre sie noch da. Aber das ist sie nicht, Jackie. Du hast Jenny vor 2 Jahren beerdigt. Ich weiß. Hör zu, Tante Sarah. Danke für deine Fürsorge. Aber mir geht's gut. Ich habe einfach viel um die Ohren. Das ist alles. Na schön. Solltest du jemals den Mut finden, wirklich über alles zu reden, komm in mein Zimmer. Er ist ja immerhin ein Mafioso, ja, aber wir reden trotzdem noch mit ihm. Wenn du es nicht anders willst, lass uns reden. Was meinst du mit »wie mein Vater«? Ich habe deinen Vater geliebt. So wie jeder. Er hatte so eine Art an sich. Aber bevor wir ihn verloren haben, konnte er nicht loslassen. Er war besessen. Und diese Besessenheit hat ihn verschlungen, Jackie. Ich will nicht mit ansehen, wie mit dir das Gleiche passiert. Wovon war er besessen? Das ist nicht wichtig. Du musst nur loslassen, Jackie. Du musst dein Leben weiterleben. Das tue ich, Tante Sarah. Das tue ich. Du bist wirklich der schlechteste Lügner, dem ich je begegnet bin. Und ich bin unter Dieben aufgewachsen. Also was? Sehe ich etwa Gespenster? Ich glaube nicht an Gespenster, Jackie. Aber ich glaube daran, dass man heimgesucht werden kann. Du musst dich zusammenreißen und loslassen. Du hast recht. Warum hast du immer recht? Bringt das Alter mit sich, Kleiner. Wir reden später, Tante Sarah. Du weißt, wo ich bin. Unser Jackie scheint ja eine richtig nette Tante zu haben. Meine ist ja leider Gottes schon seit 10 Jahren tot, aber darüber will ich gar nicht reden. Ja, sein Vater war offensichtlich ein sehr netter, begehrter, aber gleichzeitig auch cooler Mann. Sowas gibt's ja heutzutage leider relativ selten. Und jetzt muss ich ins Büro, glaube ich. Ach, da ist eh schon Winnie. Alles klar, dann reden wir mal mit Winnie. Hey, du musst jemanden für mich finden. Was wollte ich dich gerade fragen? Er lebt unten an der Queensboro Bridge. Finde ihn und bring ihn hierher. Johnny Powell? Hey, war das nicht der Typ, der dir mit deinem Mojo geholfen hat? Das wäre echt schräg. Was ist eigentlich aus dem Kerl geworden? Spielt keine Rolle. Ich brauche ihn zurück. Bring ihn auf einen Besuch vorbei. Und hey, du brauchst nicht nett zu ihm zu sein. Wie du meinst, Boss. Ich schicke Eddie und Frank los, um ihn zu holen. Oh, Jimmy wartet in deinem Büro. Er hat Hinweise auf die Kerle, die uns heute Nacht angegriffen haben. Danke, Winnie. Jederzeit, Boss. Ich schicke Eddie und Frank los, um diesen Johnny Powell aufzugabeln. Sag Bescheid, wenn du sonst noch was brauchst. Okay, Winnie scheint uns sehr treu zu sein. Besuche Jimmy im Büro. So, ja, Jimmy die Traube ist ja ein sehr cooler Typ, wie es scheint. Ah, da ist er schon. Er steht beim Fenster. Jackie. Schauen wir mal, wie es ihm geht. Schön, dich in einem Stück zu sehen. Winnie sagt, du hast Informationen. Ja, freut mich auch, Kumpel. Die Sache im Restaurant. Ich habe gerade von Emilio Campese gehört, dass jemand unser Lagerhaus am Hafen in Brand gesteckt hat. Und Freddy sagt, dass 2 unserer Jungs vor Ginos Feinkost heute Nacht erschossen worden sind. Jemand plant eine Übernahme. Wer auch immer das getan hat, er ist tot. Hörst du, Jimmy? Das ist der Jackie Estacado, den ich kenne. Winnie sagte mir, du hättest dein Mojo heute Nacht zurückbekommen. Wurde auch langsam Zeit. Erzähl endlich, was du weißt. Einer der Kellner hat einen der Typen erkannt, die heute Nacht im Restaurant waren. Einen Kerl namens Swifty. Swifty? Hab schon von dem Scheißer gehört. Leitet eine Pokerrunde in einem Billardsalon auf der 73. Bin ihm noch nie begegnet, aber jetzt bin ich eindeutig dazu bereit. Winnie trommelt ein paar der Jungs zusammen. Lass uns wissen, wenn du bereit bist. Die Dinge sind einfach nicht mehr so, wie alles sie klar, waren. Jimmy. Das stimmt, ja. Das kann ich auch sagen. So, da ist ein Fernseher, ein ziemlich großer sogar. Und da wird sogar berichtet über den Scheiß, der im Restaurant passiert ist. Und diesen Swifty müssen wir wohl den Garaus machen. Nehme ich jetzt zumindest mal an. Jackie, sag okay, wir müssen jetzt eh direkt zu Winnie. Ja, gehen wir mal zu Winnie. Hey, Jackie. Ja, so, kann eigentlich schon losgehen, Kumpel. Schlagen wir ein paar Köpfe ein. Ja, warum nicht? Richtig, dann so, los. Boss. Auf geht's. Genau. Richtig so, mein Freund. Gut, dann mal los. Gehen wir an die Arbeit. Ganz genau. Jetzt kommt wieder ein Monolog wahrscheinlich. Als Kind hatte ich eine scheiß Angst vor der Dunkelheit. Ich hatte das Gefühl, da draußen wäre etwas. In den Schatten.
das wartet. Tante Sarah sagte immer, ich sei clever. Sie sagte zu mir, Jackie, entweder kontrollierst du deine Ängste oder sie kontrollieren dich. Und ich wollte sie kontrollieren, glaub mir. Ich hab's versucht. Aber jede Nacht lag ich da, unter der Decke und versuchte mich zu überzeugen, dass das, was da draußen war, nicht existierte. Zum Glück ist der Scheiß vorbei, hm? Naja, Jackie, du hast ja noch einiges vor dir. Wo sind wir jetzt? Hey, rede mit Jimmy. Hey, Jackie, kannst du mir mal helfen? Der Arzt sagt, ich soll nichts Schweres heben. Na, dann solltest du ja gerade kein Problem haben, Kumpel. Ist das geil. Die reden voll wie ich. Hey, das gefällt mir. Bist du bereit für das deine Jimmy. Show? Schubs mich einfach in die richtige Richtung, Jimmy. Swifty klar. War in dem Restaurant, bevor alles passiert ist. Er führt eine exklusive Pokerrunde in einem Billardsalon um die Ecke. Mir nach. Das ist Swifties Nachbarschaft, Jackie. Wir haben ja, hier nicht viele dir. Freunde. Und diese Kerle da drin bei Swifty, die sind auch nicht gerade freundlich. Gut, meine Stimmung ist nämlich besonders unfreundlich. Alles klar. Sag Vinny, die Jungs sollen alle Ausgänge abriegeln. Keiner verschwindet hier lebendig, bevor ich ein paar Antworten habe. So ist gut, Jackie. Jackie, da bist du ja. Oh, hey, hi, Jackie. Das sind schöne Schuhe. Sind das Pelotis? Ich sehe sie leider nicht. Sorry, Leute, und sorry derjenige, aber naja. Ja, Leute, ich würde sagen, bevor es richtig losgeht, mache ich hier einen Schnitt. Ich habe den Part sowieso schon ein bisschen überzogen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es nur eine Erkundungstour war. Also die Villa und Tante Sarah haben wir kennengelernt und auch einige von Jackies Kameraden sozusagen. Und wir sehen uns hoffentlich dann im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt The Darkness 2. Würde mich wie immer über einen Daumen hoch und einen Kommentar freuen oder zumindest über eines von den beiden. Und wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, Leute.